Bei Instagram habe ich gesehen, du hast eine Story erzählt von deinem schlimmsten Erlebnis, was du als Sicherheitsmann gehabt hast. Ja. Du weißt, glaube ich, was ich meine, oder? Ja. Kannst du die Story erzählen? Ja, na klar. Also wie gesagt, ich bin Sicherheitsmann. In meinem Beruf gab es einen Fall, wo wir Leute helfen wollten, dass eine männliche Person sozusagen seine Frau oder Verlobte oder Freundin auf Klo geschlagen hat, gewalttätig wurde. Und wir wurden zum Einsatz gerufen. Und wir sind runtergegangen. Ich war das erste vor meinem Team dort und habe den Typen zurückgezogen, wollte die Frau beruhigen und will den Typen beschimpfen eigentlich, der soll sich verpissen. Weil ich dachte, ist ein ganz normaler Gastbruder. War im Club oder was? Oder ja, wo war, ja, ja, ja. Es war im Club. Ja. Und ich wiederhole mich nochmal, wir wurden gerufen. Ich war hier oben, unten schlägt jemand seine Frau, ich bin runtergerannt. Und dann kriege ich mit, wie eine Pistole zieht. Ich sehe nur die Pistole, Gott sei Dank, in seiner Hand. Ich sprang ihm gleich an, habe ihm die Pistole weggenommen. So, dachte ich, okay, ist eine Gaspistole oder irgendwas. Und ich bin ja Sportschütze. Ich gehe immer schießen. Und dadurch hast du diese Automatismus. Magazin raus, durchladen, ob alles safe ist. Und da kam tatsächlich eine echte Kugel aus dieser Pistole raus. Und dann, ich bin ehrlich zu dir, ich habe noch nie so viel Angst hatte im Leben wie in diesem Moment. Ich habe mir in die Hosen gemacht. Und dieser Mensch war ein Beamter, war ein hohes Tier bei der Polizei. Lange Rede, kurzer Sinn. Der die Frau geschlagen hat und die Pistole gezogen hat. Der war ein Beamter? Er war ein Polizist, ja. Um das mal zu verkürzen, kam zum Gericht. Kein Wort wurde mir geglaubt. Seine Frau war auf einmal seine richtige Frau, seine Verlobte, damit sie keine Aussage machen kann. Und der wurde freigesprochen. So. Es gibt auch einen Zeitungsartikel davon. Krass. Ja. Boah, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Alter. Doch, Bruder. Und weißt du, was komisch ist? Ich hatte, glaube ich, ein paar Wochen später eine Hausdurchsuchung wegen Waffenbesitz. Habe ich gehabt, ja.